Malle, was ist los? Das wird nichts. Lass einfach grillen. So, sag mal, jetzt wo unsere Pastinaken echt schon top aussehen, wie schaffen wir es, die Dinger denn jetzt auch noch so einen fanaten Fleischliebhaber schmackhaft zu machen? Oh, was hältst du von einem schönen salzigen Topping zu der süßen Pastinake? Kapern, Sardellen, paar frische Kräuter, Majoran, Petersilie, Zitronenabrieb. Fertig. Das Ganze packen wir in ein Treviso-Blatt. Da haben wir Bitterkeit. Eine her. Jawohl. Angepinselt. So schön ein paar frische Kräuter dazu. Vor allem, du zupfst die auch nur, ne? Nicht so klein geschnitten, ja, dass das schön ein bisschen Struktur behält. Frische Zitrone. Abrieb und Saft. Und den Saft. Und den Saft. Schwarzen Pfeffer. Und etwas gutes Olivenöl. Das ist es. Und dann ist es das. Die Kaper ist salzig genug, die Sardelle ist salzig genug. Und ganz ehrlich, ich pinsel noch einmal über die Pastinaken und dann können wir auch alles zusammenbringen. Fertig. Ja, und am Ende nehmen wir den Treviso und schauen einfach, dass wir so ein paar Blätterschiffchen daraus kriegen. Na, gut sieht's aus. Klar, Alter, das ist ein Charbol-Grill. So, der Länge nach. Wunderschön, guck mal. So, unser Schiffchen. Zack, Bitterkeit, Süße. Süße. Und jetzt nur diesen grob gezupften, kräutrigen Salat rüber. Toll. Haut tatsächlich hin, ne?